Zwei Feuerwehrleute pflanzen ein Bäumchen und besprengen es mit Wasser. Und dieses Wasser kommt aus einem Feuerwehrauto. Und das Feuerwehrauto, das kenne ich sehr, sehr gut. Es ist das TLF 1625. Und die Aufnahme stammt aus Aleppo, und zwar von diesem Jahr, aus dem Jahr 2019. Und jetzt kommt's. Dieses Feuerwehrauto wurde bei einem Verein Orienthelfer im Jahr 2013 gespendet. Im Herbst und am 31.12. an Silvester, was auch noch mein Geburtstag ist, wurde es an die Freiwillige Feuerwehr in Aleppo übergeben. Und seitdem fährt es herum und hat viele Menschenleben gerettet. Und natürlich war die Diskussion groß. Mensch, wird uns dieses Fahrzeug im Krieg eigentlich nicht zerschossen, schon am ersten Tag? Und ich konnte nie eine Garantie geben. Vielleicht ja, vielleicht auch nein. Und seit 6 Jahren fährt es jetzt herum und hat viel Not und Elend gesehen und vielen Leuten das Leben gerettet. Und jetzt werden im Nachkriegs-Aleppo Bäume damit gepflanzt. Das freut mich wahnsinnig. Und deswegen möchte ich mich von Herzen bedanken bei dem Spender. Das war die Freiwillige Feuerwehr Ampfing unter Mithilfe vom damaligen Minister Huber, der dort auch Feuerwehrler ist, und von vielen anderen. Und natürlich ein großes Dankeschön, die sich seither um dieses Fahrzeug so toll gekümmert haben. Das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Vielen Dank.